Ja, freitags Neuigkeiten vom Schreibtisch. Thema heute: Lebensversicherer fordern ihre Kunden auf, von sich aus, dass sie den bestehenden Vertrag kündigen. Was ist denn da los? Ja, die Niedrigzinsphase greift wirklich um sich und die Lebensversicherer sind so nach den Bausparkassen jetzt die nächsten, wo es wirklich knapp wird. Und es gibt einige Lebensversicherer, die mittlerweile ganz aggressiv ihre Kunden anschreiben und sie auffordern, ohne Stornoabzug, also ohne irgendeine Verwaltungsgebühr, ihren Vertrag doch bitte auflösen zu können. Da kommen so Briefe nach dem Motto, sie wollten sich bestimmt schon mal einen großen Wunsch erfüllen, etc. etc. Und wo ist da der Haken? Ganz einfach. Das sind Kunden, die einen Altvertrag haben, der noch eine sehr hohe Garantieverzinsung hat, 4% und höher. Diese Garantieverzinsung macht den Lebensversicherern aber mittlerweile Bauchschmerzen oder besser gesagt Kopfschmerzen, weil sie können diese Garantieversprechen nicht einhalten. Und deswegen fordern sie jetzt quasi hintenrum die Kunden auf, wie es die Bausparkassen schon gemacht haben, den Vertrag aufzulösen. Wo da der Haken ist, schau mal genau hin. Wer eine Lebensversicherung hat, dem droht im Alter ein böses Erwachen. Wie die Stiftung Warentest herausgefunden hat, zahlen die Versicherungen bis zu 50% weniger Geld aus als angekündigt. Das Problem? Schließt ein Kunde eine Versicherung ab, wird ihm eine Überschussbeteiligung in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Garantie, sondern um eine variable Zahlung. Und die kann schwinden, wenn die Geschäfte schlecht laufen. Genau das ist mit den anhaltenden Niedrigzinsen seit Jahren der Fall. Für ihre Untersuchung hat die Stiftung Warentest die Fälle von 92 Kunden ausgewertet. So hat etwa ein Mann im Jahr 1989 einen Vertrag bei der Bayernversicherung unterschrieben. 2020 sollten ihm 196.000 Euro ausgezahlt werden. Doch jetzt will die Versicherung nur noch 86.000 Euro zahlen. Ähnlich ging es einer Frau, die 1996 eine private Rentenversicherung beim Anbieter Neue Leben unterschrieb. Sie sollte ab 2016 monatlich 518 Euro Rente bekommen. Übrig geblieben sind davon nur 266 Euro. Eine Kundin der Sparkassenversicherung berichtet von einem ganz ähnlichen Fall. Wer eine Lebensversicherung hat, sollte deshalb die Standmitteilung ganz genau lesen und möglicherweise Konsequenzen ziehen. Aber Achtung! Eine Kündigung lohnt sich nur in bestimmten Fällen. Worauf Kunden nun genau achten sollten, sehen Sie unter diesem Video. Ja, die Frage ist jetzt, was kannst du machen? Als erstes schau dir deine Statusmitteilung deines Lebensversicherers an. Und als zweites lies ganz genau nach, wie hoch ist denn deine Garantieverzinsung? Und das Dritte, was du machen kannst, ist, du musst dir überlegen, wo ist der Euro, den du investierst, am besten investierst? Wo bekommst du zum Beispiel noch eine Förderung? Zum Beispiel in einer betrieblichen Altersvorsorge oder einem Riester-Vertrag oder einem Rürup-Vertrag, also einer Basisrente. Lass dir das von deinem Berater genau ausrechnen. Wie hoch sind die Förderungen? Warum sind Förderungen so interessant? Relativ einfach gesprochen. Wenn du einen Euro irgendwo investierst und du bekommst 20% Förderung, heißt das 20 Cent obendrauf. Diese Förderung muss ein anderer Vertrag, ein Lebensversicherungsvertrag, ein alter zum Beispiel, erstmal erwirtschaften. Er muss also genauso viel Verzinsung erwirtschaften. Und das wird in dem Marktumfeld schwierig. Wenn du nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst, dann schau doch auf unsere Internetseite. Da haben wir eine Checkliste und ein Webinar, wie du deine Vorsorge perfekt planen kannst. Beides ist kostenlos. Also lad es dir einfach runter. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und freue mich auf nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Ach ja, und ganz wichtig, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und vor allen Dingen abonniere doch meinen Kanal, weil es gibt auch immer wieder News so zwischendurch und dann kriegst du eine E-Mail, eine Information, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Wenn du nicht weißt, wie das mit dem Abonnieren geht, dann schau dir doch ein Video auf meinem Kanal an, da erkläre ich ganz genau, wie das mit dem Abonnieren geht. Also, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.